Willkommen zurück bei Elex, meine lieben Freunde. Unsere erste große Mission. Wir müssen einen Mord aufklären. Und zwar sind wir unterwegs hinter Pampa. Hinter diesem wunderbaren Dorf, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Wir werden jetzt Geron suchen, dann Irdor und dann Barin. Ich hoffe, den kriegen wir alle zusammen hier in dieser Folge. Und müssen die Herren befragen. Einige davon sind so ein bisschen ausgebüxt und machen so ihr eigenes Ding in der Wildnis. Gehören aber anscheinend zu dem Stamm oder waren halt Mitglieder des Stamms. Müssen wir aufpassen, dass sie mich nicht anspringen, diese Scheißviecher hier. Weil sobald die mich anspringen, habe ich ein Problem. Hauen wir mal noch ein Steak rein, um nebenbei ein bisschen Energie zu generieren. Okay, auf Wiedersehen. Gegen diese Dinos habe ich nämlich noch wenig Chancen. Oder Raptoren. Wow, der ist groß. Der ist... Oh, Alter. Da rede ich gerade von den Raptoren, gegen die ich keine Chance habe. Gegen die ich keine Chance habe, dann das Ding, ey. Wow, ey, ich bin so machtlos. Das kotzt mich so an. Warum bekomme ich dann am Anfang nicht mal ein bisschen Waffen oder Kraft oder... Voll ätzend, ey. Ja, super, jetzt kriege ich auch noch die Fresse, wenn ich hier runterfalle. Da ist das Spiel ganz schön mies gerade, ey. Sobald ich Gegner sehe... Ich kann natürlich nur die kleinsten Gegner angreifen, von einer muss ich wegrennen. Das macht natürlich mega Laune. Was haben wir da? Dann ist ein Schrein. Ein Mana-Trank. Ist eine Dose. Eine Brause. Läuft beim Reifer, dass man eine Brause... Oh, Metallschrott. Nehmen wir her damit. Tja, jetzt muss ich aufpassen. Hier drüben scheint auf jeden Fall meine erste Befragung zu sein, aber hier ist auch dieses Monster hier rechts. Gehen wir mal darüber und hoffen, dass der hier drüben ist. Sieht mal interessant aus hier, oder? Oh, Zigaretten, die bringen Cash. Zigaretten nehmen wir immer mit. Oh nein, diese Rolle immer. Ich will da hoch, aber da muss ich von innen ran, oder? Oh nein! Da ist die Kamera mal richtig awesome gerade. Zoom mal ganz nah ran, vielleicht ist die Kamera ein bisschen angenehmer.
So. Ganz schön tricky hier. Okay, was jetzt passiert? Ich weiß ja nicht, wer sich das jetzt einfallen lassen, aber das mit der Kamera hier ist echt ein ziemlicher Graus. Okay, ich falle. Okay, nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Das ist mir viel zu tricky. Vielleicht ein andermal. Zumindest dieser Typ hier. Hey, du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Nein. Dann täuscht mich mein Eindruck also nicht. Gut, aber lass mich dir noch was erklären, nur damit wir uns verstehen. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Na, das klingt doch schon mal gut. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Also auch ein Händler. Zeig mir, was du hast. Ein Kriegsschwert, das ich nicht tragen kann. Bei, wo ist Fleisch, Äpfel? Hast du auch Pfeile? 150, awesome. Gleich mal kaufen. Ey. Rüstung hat er. Schade, dass er keine Rüstung hat. Die Axt kann ich mal verkaufen. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel wertvolles Zeug dabei. So, ich würde gerne mit ihm reden. Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor, kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sage ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd, der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Okay. Du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Erster Mörder. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd? Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Ach. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Ich bin gleich bei euch. Das hat gerade geklingelt, Leute. Einen Augenblick.
Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Den Bogen sollte ich mir schnappen. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen, aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Handwerk 1 habe ich wieder nicht, ne? Schade. Ich ahne, was du von mir verlangst. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zurück? Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es sicher in Erwägung gezogen. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell. Darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Okay, unsere neue Mission. Den Bogen. Jagdverlust. Lennart möchte seinen Bogen zurück. Er hat ihn bei der Jagd verloren. Okay. Den holen wir uns, Jungs. Und Mädels natürlich. Ich hoffe mal, dass das so kleine Nebenmissionen sind. Ah, das wird doch... Holy shit, was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Oh cool, was ist das denn hier? Kann ich Sachen abbauen hier? Ah, ich glaube, dafür fehlt die Beute eine Spitzhacke wahrscheinlich. Aber was ist das denn für ein Viech da unten, Alter? Jetzt habe ich den Agro gemacht, ne? Wo ich nur in der Nähe stehe. Auf Wiedersehen. Wegrennen ist eine gute Idee bei dem Ding. So, ich denke, der hat den Bogen... Ah, guck mal, da unten läuft jemand lang. Oh, shit. Okay, da laufen mehr Leute lang. Ah, warte hier. Tschüss. Hier, solche Leute wahrscheinlich keine Chance gerade mit meiner Ausrüstung. Die sahen jetzt auch nicht aus wie Menschen, oder? Laufen auf jeden Fall hinter mir her. Kann die hoffentlich abschütteln, indem ich da runter springe. Okay, den Bogen haben wir schon mal. Die kann ich platt machen, kein Problem. Ratten kann ich. Jetzt hoffe ich... Ah, da gab es noch ein Elixier, oder? Schlag hier. Da.
Die Typen kommen gerade wieder zurück. Nice. Oh Gott, guck mal. Die, Alter, die kriegen ja gar keinen Schaden ab. Wie soll ich denn so eine Mission machen hier, Alter? Wahnsinn. Wie stark die Gegner hier sind. Oh nein, das ist der Typ wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weg hier, Leute. Der Typ hinter dem noch mit dem her? Nee, ne? Okay, boah, Alter. Was ein Monster. So, wen kriege ich denn jetzt den Bogen? Lennart? Warte mal, wir gucken den Bogen erstmal an. Was hat denn der für... Okay, gucken wir. Unverkäuflich und Schussmodi. Kann ich den benutzen? Nee, anscheinend nicht, ne? Hier steht es auf Geschicklichkeit. Nee, ich kann den gar nicht benutzen. Mir fehlt die... What? Mir fehlt... Wow, wow, wow. Okay, ich habe die mit dir hergestellt, auch nicht schlecht. Oh shit, die haben die getötet. Nein, 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 nein. Oh Gott, sind die stark. Die töten ja sogar hier die Jungs. Rolle vom Ralf. Okay, ich würde sagen, wir hauen die erstmal wieder ab. Rolle vom Ralf. Okay, den ersten haben wir gekillt, aber ich glaube sein... Kann es sein, dass sein Kumpel da drauf gegangen ist, sein Lehrling? Alter, guck mal, wie viel der aushält. Kann man den überhaupt töten? Da passiert ja gar nichts. Was ist denn? Okay, der zum Glück haut der ordentlich drauf, ey. Der ist so Frostmagie auf seinem Schwert, ne? Zum Glück hat er Aggro auf den NPC, ey. Wow. Ich glaube, sein Geselle ist tot. Lennart, sorry. Einfach mal. Lennart ist einfach tot. Am Absturz, ey. Der hat mir gerade das Quest gegeben. Das war unerwartet, Leute. Und jetzt? Ich kann... Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber ja. Warum interessiert dich das? Ist immer so ein bisschen abgefahren, dass die NPCs gar nicht schnallen, was passiert ist, ne? Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Natürlich. Nenn mir nur einen Typen, der hier draußen mehr erlegt hat als ich. Mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Von Geron lernen heißt vom Besten lernen. Auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß. Worauf willst du hinaus? Ach, nicht so wichtig. Außerdem war es ja auch zum Teil meine Schuld. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Immer diese Ungeduld. Dann sperr die Ohren auf. Vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was mich geritten hat, ihm das Jagen beizubringen. Jedenfalls haben wir einem guten Raptoren nachgestellt. Der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt angestellt, dass wir bald die ganze Meute am Hintern hatten. Entkommen sind wir zwar, aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum. Ja, ich hatte sie schon längst zur Strecke gebracht. Ich hätte sie schon längst zur Strecke gebracht. Genau. Und danach hättest du die Alps im Alleingang erledigt. Mhm. Schon klar. Es steht dir natürlich frei, es zu beweisen. Nur zu. Denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen, muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen. Bring mir etwas bei. Sicher. Ah, cool.
Kann ich jetzt bei dem hier irgendwas lernen, bitte? Please, please. Ah, wisst ihr, warum ich das noch nicht kann? Hier seht ihr es rechts, weil ich die Erfahrungspunkte... Jetzt schneide ich, seht ihr das Ausdauer? Da fehlt mir Konstitution. Mir fehlen die Fähigkeiten, die ich... Ah, okay. Das hat ja ewig gedauert. Jetzt habe ich es geschnallt. Alles klar. Geron, Lennart ist tot. Wegen der Raptoren. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird. Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Ja, Lennart ist leider tot. Ich spricht jedoch, dass du mir Lennarts Bogen gebracht hast. Was habe ich das? Darum will ich dir eine Chance geben, dich zu beweisen. Sag, wann es losgehen soll und ich werde dich führen. Oh, interessant. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, aber ich habe dir jetzt den Bogen gegeben. Das war doch nirgendwo eine Option. Ich bin noch ein bisschen... Ne, hier ist Lennarts Bogen. Ich hab den doch noch... Hä? Ich bin überfragt. Lennart liegt hier tot. Ich habe den Bogen noch und er hat gesagt, ich habe ihm den Bogen gegeben. Puh, das Game, ey. Also, Piranha Bytes, so gern ich euch wirklich mag, da ist schon noch einiges im Argen. Wie gesagt, ich spiele immer noch mit der Presseversion. Ich hoffe, die Retail hat diese ganzen Dinger ausgemerzt, weil das ist irgendwie strange. Danke fürs Reingucken, wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge. Ich spiele es weiter, weil ich Bock drauf habe. Und endlich mal wieder ein cooles Roleplay-Spiel aus Deutschland. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Reingucken. Checkt auch die Endcard ab, würde mich freuen. Ciao, ciao.